Hi. Na, komm mal her, du. Dich habe ich noch nicht. So. 15, aber das ist ja gar nicht so stark. Mit irgendwie so, weiß ich nicht, 20, 30 oder so gerechnet. Aber okay. Das war ein Knospi, das ich darin entwickeln kann, aber in der Zutraulichkeit, das weiß ich nicht. Ein bisschen nervig, deswegen fangen wir das Ding direkt. Oh. So, jetzt komm rein. Das erste Pokémon, das ich hier fange, dauert gefälligst nicht so lange. So, geht doch. Okay. Keine Ahnung, Level up. Seine Blüten verströmen einen entspannenden Duft. Die Stärke dieser Duft ist jetzt so gesünder, ist Roselia. Gut. Komm auf mich zu. Okay. Dann eben nicht. Ein Keifel erscheint. So. Oh, warte mal, das ist direkt als nein, ich habe mich links dabei. Ja, das einzige, was ich machen kann, ich habe mich meinen Fänger, meinen Schläger dabei. Na, und dann das auch noch, ey. Na, warum alle Eismantel und so, ne? Und das kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal verfehlt das einfach ohne Grund. Dürfte eigentlich gar nicht. So eine Trefferquote von 100% oder so. Da kann man ja. Weil er schon wieder eher dran. Hm, okay. Wie ist mit 4-mal? Das wäre nicht schlecht. 5-mal geht eigentlich auch noch, ne? Okay, danke. Oh. Ja, ich habe noch keine. Da kann man noch mal die Unterentwicklung, die ich habe vergessen. Und das habe ich noch nicht gefunden. Boom. Gut. Da entwickelt sich, glaube ich, indem man irgendwie Antikraft dem Ding beibringt, ne? So, aber ist erstmal egal. Jetzt haben wir hier ein paar Entwicklungen. Müssen sich eigentlich entwickeln. Und zwar Kirlia. Schön. Jedermanns Lieblings-Pokémon. Wenn man nach Let's Play ja gehen könnte. Es kann die Zukunft vorhersagen. Beschützt seinen Trainer, erreicht seine Kraft ihren Höhepunkt. Ah, nein. Du, der ehemalige Fänger. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Pion Draghi, mein Gott. Schön. Sein Gift ist stark, aber es setzt es nur selten ein. Es ist richtig wütend, schlägt es mit der Wucht zu, die selbst Autos zu Schrott verarbeiten könnte. Okay, das kann ich auch noch glauben. So, und dem Ding habe ich mit einer Attackenlerner Stamm vorbeigebracht, weil erst dann kann man nämlich die Entwicklung bekommen, indem man Level abholt mit Stampfer. Und ja, dann entwickelt sich das Teil zu. Boom. Royal. Flush. Schön. Seine langen Beine und sein grausames Herz werden gefürchtet. Es tritt ohne Gnade auf seine Gegner ein. Ah, Tropenkick. Okay. Und dann noch Keifel natürlich. Beim Angriff auf einen Gegner stellen sich seine Rückenhaare auf. Es hört außergewöhnlich gut. Schön. So. Nächstes Teil. So, komm du mal her. Ich habe ich auch noch nicht. Botogel. Stunner. Ich kontere deinen Weihnachts Vogel mit meinen Stahlball Hamster.
Geschenk. Oh, heil mich doch mal bitte. Aua. Und zum Schläger wechseln. So, weil ich das Ding schwer zu fangen. Keine Ahnung. Ja, klang jetzt aber nicht schmerzhaft, aber klang eher so, du wurdest geheilt. Toll. Kann das Ding nur Geschenk? Wäre ein bisschen lustig. Ja, super Wurf. Blüpp. Boom. Ja gut, und ich glaube, das wurde auch irgendwie vom Pokédex empfohlen, ne? Boom. So. Sie hat immer Lebensmittel bei sich. Man sagt, dass viele Menschen in Not nur dank seiner Notration überlebt hätten. Sagt man. So, was haben wir noch? Baumball. Ich würde sagen, wir tun die mal gezielt so absuchen, ne? Gut. Okay, der könnte schwierig werden, aber versuchen wir es, weil der könnte ein potenzieller neuer Fänger werden. Mit Trugschlag, du wirst ja wohl Trugschlag erlernen können, oder? Und ja, ist klar. Das Ding ist Kampf und haut mich wahrscheinlich mit einem Schlag weg. Aber ich bin sogar schneller. Alles klar, habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ich habe aber dagegen vorgebeugt. Aber wird irgendwie nicht nötig sein, habe ich so Gefühl. Schreck zurück, Paralyse. Na gut. Er ist bitte schneller, okay. Ich habe einen Fokusgurt ausgelöst, also wenn er jetzt irgendwie bald nicht mit Nahkampf oder irgendwie so was um die Ecke gekommen wäre, das ist jetzt eigentlich perfekt. Dann hätte ich den Angriff mehr überleben, hätte noch Donnerwelle raushauen können. Also ja. Es wäre nicht sehr. Warte mal, ich muss den jetzt auswechseln. Togge dem Haro hat ich habe mal Uraffen hier reingenommen, einfach nur weil ich irgendwas starkes brauche, um die Angriffe von dem Teil abzuwehren. Ich hoffe, Uraffen hier wird genug sein. Und ja, Bälle werfen, so, die hätte ich gerne irgendwie so als Fänger. Müsste etwas einfacher meinen als ein Level 48er Sneebel, habe ich so ein Gefühl. Wenn du keine Kampfattacke hast, dann wäre perfekt, dann könnte ich Sneebel reinpacken. Sehr gut. Okay, wenn du nicht Trugschlag lernen kannst, ne? Dann weiß ich auch nicht. So. So, wie ist, wenn sich Fleck neu mal entwickelt, tut sich durch Zuneigung entwickeln, da finde ich ein bisschen doof. Dieses Pokémon wird als Krieger angesehen. Die Klinge an seinen Ellbogen benutzt es nur, um etwas zu beschützen. Cool. Alles klar. Nächstes. Oh, sehr gut. Das erste Grasbüschel, das ich untersucht habe, und Dreck ist natürlich da. So, und berührt den neuen Fänger, Jäger. Der sowohl Trugschlag als auch Donnerwelle lernen kann. Das bedeutet, wir müssen jetzt nicht zwei verschiedene Pokémon immer mit uns schleppen. Und ja, ich würde sagen, er hier wird unser Fänger für den Rest des Spiels sein, weil der ist Level 60. Der ist ein Galagladi, was extrem stark ist. Und ja, kann beide Attacken auf einmal lernen. Das ist doch mal super. Und die anderen beiden schön die Fackel abgetreten an ihn und dürfte es auch hoffentlich ein bisschen einfacher machen, ja, die ganzen Pokémon zu fangen. Jedenfalls die ganzen so Level 30er bis 40er. Und ja, oh, schon perfekte Ergebnisse hier. Jetzt direkt fangen, das wäre es noch. Sehr gut. Alles klar. Haben wir auch wieder eine Pokédex Vorschlag hier gefangen, sag ich mal. Pokédex Empfehlung. Sie schützen sich, indem sie Watte verstreuen. Manche werden vom Wind bis ans Ende der Welt getragen. Krass. Ja, was ist das nächste?
Laukaps. Alles klar, immer noch wegen ein so ein Pokémon muss ich hier umrennen. Okay, meinetwegen. Oh ja, das Grasbüschel. Sehr gut. Finde ich gut. Voll Zeit sparen und so. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was das bedeutet, wenn der Boden elektrisch geladen ist. Haben Elektroangriff dann irgendwie Garantie oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist, dass die Jäger dich jetzt hier nach P runterbringt. Jawohl. So ist der so stark. Aber hat er irgendwie, glaube ich, ein Wesen hat Spezialangriff erhöht. Was gut ist, weil das bedeutet, ich kann ihn benutzen hier für so casual Sachen. Weiß nicht, ob ich irgendwann mal hier so competitive Sachen mal hochladen werde, aber mal schauen, weiß nicht. So, gefangen. Lockups. Sein Körper reagiert unerklärlicherweise auf Elektrizität. Die Anwesenheit von Schnutthelm löst bei ihm die Entwicklung aus. Ja, indem du halt irgendwie gegen das Viech eintauschen musst, was irgendwie dazu führt, dass du die Entwicklung vom anderen Viech bekommst. Und Milzer müssen mal raus der Naturzone, das ist ja mal eine Überraschung. Gut, bin ich gut. Oh, okay, das Viech greift ja auch um. Nehme ich meinetwegen. Nach dir habe ich aber eigentlich nicht gesucht, Mann. Vor allem natürlich habe ich schon voll auf in der Naturzone rumlaufen gesehen. Und, nee. Und jetzt. Donnerwelle. Wenn sie irgendwie einen Krampf geholt, während der da hochgesprungen ist. Ah! Zugabe. Und noch mehr Trugschlag, okay. Noch mehr Trugschlag. So. Und jetzt wirst du gefangen. So läuft das hier. Wir schwächen nicht, wir paralysieren nicht. Ich tue dich vom Genick her paralysieren, Querschnittsleben. Dann tue ich dich verletzen und dann werfe ich den Ball und tue ich einfangen. Klingt so brutal irgendwie. Wenn du darüber nachdenkst, kann man die Peter hier jetzt mal durchdreht. Die flinke Angriffsmühle raubt es einen Gegner ihre Kraft, um sie dann mit prachtvollen Spezialtechniken niederzuringen. Geil. Oder bitte. Oh, ich suche die ganze Zeit diesen blöden Grasbüschel nach hier und du läufst einfach hier so rum. Das gibt's da jetzt nicht, ey. Ja. Christat. Alter. Ich laufe die ganze Zeit in die Grasbüschel herum. Frag mich, warum ich kein einziges von diesen Dingern finde, ey. Dann kommt mir halt einfach so über den Weg gelaufen. Okay, so, wie du kannst jetzt Bodycheck oder Risiko-Tackle oder irgendwie so was, ey. Wenn wir jetzt voll auf die Nüsse gehen, mich selber ausknocks. Danke. So, entwickel dich zu irgendwas zu Psyana, müsste sich entwickeln, wir immer noch Tag. Sie wohnen in Löchern, die sie selbst graben. Ab und an veranstalten sie im harten Bärenwettbewerb, wer die stärkste Fangszene hat. So, was willst du jetzt von mir? Quatermack. Ja, okay. Er könnte ein bisschen nervig werden. Ja, da bist du ja endlich. Quatermack. Diesen komischen Affen gibt es auch in Schild, aber sieht irgendwie aus wie so ein Häuptling oder irgendwie so an. Nicht wie so ein, weiß ich nicht. Quarterback. Und du kannst Bodycheck, das finde ich schon mal nicht so gut.
Ich muss werfen. Das wird ein bisschen langwierig, oder? Ja. Mist, das war knapp. Das war mit einem speziellen Wurf. So. Genau, Body check mich noch ein paar Mal. Boah. Natürlich, wenn ich jetzt gerade will, dass der durchbricht, ne? Immer gleiche. Na. Na? Jawohl. Gut, hat doch nicht so lange gedauert, eine Minute. Aber ich nicht hin und her die Pokémon switchen muss, ne? So. Und Keifel tut sich entwickeln, ja, weil ich den Antikkraft mit einem Attackenverlerner beigebracht habe. Im Pokémon Center. Und ja. Mamutte. Es ist Manfred. Ne, falsch. Falsches Schwein. Ja, sie sind schon auf 10.000 Jahren alten Wandmalereien abgebildet. Es gab Zeiten, in denen man sie vor ausgestorben hielt. Nicht gut, dass der Attackenverlerner irgendwie nichts verlangt. Das ist doch praktisch. So, und dann noch hier unserem Football spielenden König im Dschungel. Bei der Bärensuche stehen sie ihren legendären Teamfähigkeiten unter Beweis, indem sie als Gruppe die Befehle des Anführers befolgen. Welche sich nehmen wir mal an, diese Schildversion ist, oder? Keine Ahnung. So, Flampion. Du läufst da rum, okay. Habe dich noch kein einziges Mal da gesehen, aber okay. Wenn du das sagst. Ja, da bist du ja. Okay. Muss so ein bisschen Grasbüschel. Konnte ja nicht hier durch die Gegend laufen. Weil ich die ganze Zeit hier immer am Trainieren war. Für meine sich bald entwickelnden Pokémon. So. Aufruhr. Ey, mach nicht so ein Lärm. Aua. Oh. Dann kriege ich auch noch Hagelkörner ins Gesicht. Ui. Das war ein bisschen überlebt. Oh, wow. Unseren neuen Fänger gut. Hey, warte mal. Bist du dadurch nicht dadurch verwirren oder irgendwie sowas? Nee, ne. Super Wurf. Die beste Durchschlagskraft. Jawohl. Schön. Seit es in kälteren Gefilden lebt, hat sich sein innerer Flammsack zurückgebildet. Stattdessen wuchs ein Organ heran, das eiskalte Luft erzeugt. Gab es nicht auch irgendwie so eine Statuenform oder so eine Steinform, irgendwie sowas? Von dem Teil, als es noch Feuer war. So, Urgel und Blitzsiegel. Britzsiegel. Wo sind die Route 9? Okay. Dann schnappen wir die uns auch mal. Ne. Oh, da sind ja schon. Ein Urgel erscheint. Ich finde das Ding so witzig. Okay, so, Wasserflug, ne? Wenn ich mich nicht irre. So darf ich dich gar nicht angreifen. Also ich kann nicht angreifen, aber wäre gefährlich mit Hagelkörnern und so. Kannst du die nicht runterschlucken? Schluckte die alle runter. Schluckt Hagelkörner auf mich. Was ist das für eine spezielle Fähigkeit? Der schluckt einen Fisch und dann, wenn du den triffst, dann feuert der einen Fisch ein ins Gesicht. Was ist das für eine Fähigkeit? Ich habe da jetzt nur einmal gesehen von Hopp, aber keine Ahnung. Schon wieder so eine Fähigkeit, die ich gerne in mein Team haben eigentlich, aber wir sind ja schon so weit. Und ja. Wo ich könnte ihn für Kamal mir austauschen, weiß ich nicht. Mal schauen. So, Evoli und Beelzebub. Wenn ich sich hoffentlich per Level entwickelt. Es ist so stark, dass es seinen Gegner mit einem Angriff vernichten könnte, aber zerstreut wie es ist, vergisst es öfter, wen es gerade bekämpft. Was?
Was ist denn das für ein Eintrag? Oh. Sehr gut. Und ich auch direkt schon. Es hagelt. Warte mal, du bist Elektro, ne? Aber wenn du Elektro bist, dann kann ich dich schwächen. Dann kann ich ja gar nichts machen. Ach, komm schon. Muss halt jedes Mal sein beim ersten Mal. Du willst das Ding gern, ja? Ja? Ja, du willst das gerne im einen zuchen. Nee, nee, nee. Boom. Nach drei Dingern wieder raus. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber da drin. Jawohl. Gut. Ja, das Pokémon sieht irgendwie aus, als wäre irgendwie der Cousin von diesem, wie heißt das Viech? Gafu. Aus den Spritzen seiner Stacheln setzt es Elektrizität frei. Mit seinen scharfen Zähnen schabt es Algen von Stein ab und frisst sie. So, wo geht's jetzt weiter? Mantax und Agrostella. Okay. Du, komm her. Jawohl. Ich habe noch gerade gewundert, wie kriege ich da eigentlich hin, dass die Dinger spawnen. Weil da gibt es ja nicht solche seltenen Grasbüsche. Und die scheinen immer wieder aufzutauchen und dann wieder abzuhauen. Also ja. Haben wir geklärt. Ich war mir sowieso nicht mehr sicher, wie man Mantips noch mal entwickelt. Ich habe ja eins. Ich glaube, man muss irgendwie ein Remoraid im Team haben oder so. Oder irgendwie sowas ausgefallenes. Muss jedenfalls irgendwas komisches machen. Und ja. Da können wir uns jetzt sparen. Ich direkt einen Mantax fangen. Ein Mama. Schon wieder hatten wir. Ich hasse das, wenn das beim ersten Mal passiert. Oh, du. Schon wieder nicht ich weiß, wenn ab beim allerersten Mal passiert, ey. Ah, da wird ein bisschen doof hier gerade auf meinen Jäger anzugreifen und beinahe zu töten. Hier gehen im Pokéball. Auch das noch. Das gibt's jetzt nicht. Ja, schade. Hagel hat irgendwie Vortritt. So, ich kann ja gar nichts machen gegen den. Na. Jawohl. Ich hatte ja beim ersten Versuch dreimal irgendwie so falsche Hoffnungen machen. Nee, das hat sich sowas von mir. So, Fleckneul entwickle ich oder Evoli, keine Ahnung, irgendeinen. Jawohl. Gut, kann ich die Sanftglocke jemand anderen geben? Evoli zum Beispiel. Ich war meine Evoli-Entwicklung hier sehen. Ich habe noch keine einzige gesehen. Mit dem Pokédex gecheckt. Wir haben noch gar keine gesehen. Wir haben eine rumlaufen gesehen, aber noch nichts im Pokédex haben wir. So. Als besonders starke Ultraschall, wenn ausgeschossen wird, so müde, dass es für ein Weilchen nicht fliegen kann. Sagt los. Und Mantax. Schwimmt es schnell genug, kann es über die Wellen springen und bis zu 100 Meter durch die Lüfte gleiten. Und jetzt Agrostella. Ich nehme an, das Viech taucht im Gras auf, weil da unten gibt es nur Gras in diesem einen Gebiet. Und da taucht das auf. Und ja. Also ich habe jetzt gerade ein paar Stunden Pause gemacht vor meinem Fangpart und ich komme zurück, um wieder neu anzufangen, und dann sehe ich auf einmal das da. Und was zum Teufel ist das? Was bist du? Ein Ankermaruder? Okay. Ja, komm mal her. Du bist ein Anker. Ich nehme an, du bist Stahl, Wasser oder irgendwie so.
So. Jetzt nicht gedacht, dass hier noch was Neues rumläuft oder so, aber alles klar. Warum nicht? Das hat keine Wirkung, denn das ist Wassergeist wahrscheinlich. Das bedeutet, ich kann das Ding nicht schwächen. Dreck. Nee. Oh, ist so riskant, Mann. Das Ding nicht schwächen. Diebeskuss wird das Ding vielleicht nicht komplett töten, aber ey, die haben das schon wieder gemacht. Beim ersten Mal direkt wieder. Ja, und Jäger ist weg. Wie ist dieser? Wie ist er so schnell verreckt? Hallo? Oh. Gibt's da nicht. So, ich muss das Ding irgendwie schwächen. So, du wirst das Ding aber nicht kaputt hauen, oder? Nee, nicht mal annähernd. Okay, warum ist Stahl effektiv gegen Unlicht? Ich verstehe das nicht. Oder gegen Fee, ne? Aber Unlicht, glaube ich. So. Ein Wasser-Pokémon dürfte ja wohl etwas mehr aushalten gegen das Teil, oder? Gegen die ganzen Stahl- und Wasserattacken. Da muss jetzt mal drin bleiben. Oh. Ja gut. Erstmal mit einem speziellen Wurf. Oh. Vielleicht bist du auch Stahlgeist, ne? Keine Ahnung. Ich meine, aber du bist Wasser. Also auf jeden Fall Geist. Jawohl. Okay, Moda, neues Pokémon. Zeig mal. Wenn wir Glück haben, entwickelt sich Quabbel. Ja. Nalu, Quabbel entwickelt sich. Und zwar zum Pringles Maskottchen. Apoqualip. Sein Körper besteht zum größten Teil aus dem gleichen Element wie Meerwasser. Es nutzt versunkene Schiffe als Basis. Und du, Geist Pflanze, was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dieses Geist-Pokémon entstand, als sich vom Meeresgrund stammende Segas auf Bruchstücken eines Schiffswracks ablagerte. Okay. Cool. Da bist du. Ich bin schon wieder in diesen Gräsern die ganze Zeit rum, ey. Dann tut halt einfach so hier auf. Vor allem das Gebiet, wo ich gerade war, da scheint das gar nicht so eine bestimmte Wetterart, ey. Wenn ich lang suchen können. Da. Oh. Ja, ich kann schon mal wieder nichts machen. Ja. Nämlich Wasser, ne? Ja. Also ich kann nur Bälle werfen, Dreck. Und nur ganz Genesung, das ist schon mal sehr nervig. Okay. Ja. Drücken wir noch einen rein, ne? Aua. Ja gut. Wenn ich jetzt nicht so lange an. Doch, tust du. Oh mein Gott. Ey. Das machst du jetzt echt hier. Oh nein, ich wurde von Heilenkörnern getroffen. Ich habe Schaden genommen. Ich muss mich heilen. Sehr gut. Gut. Das ist klar. Man wird mir als nächstes empfohlen vom Pokédex. Und Poké Rotom.
Um den kalten Wasser der Galarregion zu trotzen, bilden seine Beine eine Kuppel, deren Inneres es mittels Körperwärme aufheizt. Aber nicht von unten. So, 50 Pokémon. Euch noch. Dann habe ich alle, die ich schon gesehen habe. So. Duokles und Duraludon. Wutanfallsee. Das ist doch voll der gefährliche Ort. Ich weiß, eine bessere Art, Duraludon zu finden. So, nämlich hier. Läuft ihr so richtig casual einfach durch die Gegend. Komm mal her. So. Donnerwelle. Das ist echt ein krasses Teil. Stahldrache ist er nicht. Ist Palkia oder Dialga nicht irgendwie? Ich glaube, Palkia ist irgendwie Wasserdrache, ne? Dialga ist Stahldrache. Bin ich irre. Diamant und Perle habe ich am wenigsten gespielt von allen Spielen. Okay, stimmt nicht. Vielleicht Sonne und Mond habe ich weniger. Ich habe nie durchgespielt habe. Aber ja. So, ich krieg mal auch noch Posauf. Ja, Ball, du bleibst drin, Alter. Krass. Ja. So, haben wir das noch viel einfacher gelöst. Ja, Naturzone hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, habe ich so ein Gefühl. Muss noch einmal raus aus diesem Gebiet gehen. Und die Pokémon jetzt zu respawnen, und dann ist das schon wieder aufgetaucht. Sein aufpoliertes Metall erinnernder Körper ist nicht nur leicht, sondern auch robust. Er hat jedoch den Nachteil, schnell zu rosten. So, jetzt brauche ich nur noch Duokles. Wutanfallsee. Bei bestimmten Art vom Wetter. Und da haben wir unser Duokles. Guck mal her, du. Wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das Viech nochmal? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich hatte einen Durungard in Schwarz und Weiß, aber da war X und Y. Da taucht er nochmal auf. Ob X und Y taucht da zum ersten Mal auf, ne? Oh, das ist schon wieder am Hagel. War doch am Regen. War doch am Regen gerade. Den Kampf begonnen habe. Keine Ahnung. Hagel geht mir irgendwie in letzter Zeit ganz schön auf den Nerven. Jedes Mal muss ich irgendwie aufpassen, die Hagelkörner eigentlich umbringen oder so. Ja, voll nervig. Ach nein, boah, was mach ich da? Ah, ich habe mich verdrückt. Ja, den ganzen Tag machst du, könntest du meinen, ich den ganzen Tag, einen halben Tag, aber könntest du meinen, ist ja irgendwann im Blut drin, aber irgendwie nicht. Ich den falschen Knopf, ey. Da muss ich ja nur X und dann A drücken. Dreck. Jetzt auf mit Eisenschädel hier alles zu plätten, bitte. Boah. Jawohl. Bleib drin, bitte. Danke. Klasse, Duokles wurde gefangen. Er ist eigentlich perfekt für diesen, für dieses Spiel, ne? Pokémon Schwert. Durungal eigentlich auch, ne? Für Schild. Bei der Entwicklung hat es sich verdoppelt. Es reibt seine Klinge aneinander, um Gegner mit einem metallen Geräusch einzuschüchtern. Aber wenn es sich entwickelt, dann ist es wieder nur ein Schwert. Das ist irgendwie merkwürdig. So, was jetzt? Humanoid. Stimmt, das will ich immer auch noch nicht. Ah, bin schon wieder da zurück. Ah, da bist du ja schon. Wohl werde ich der zweite Versuch in so ein Grasbüschel. So, du bist glaube ich nur Stein, ne? Also dann aber. Boah. Das kann ich angreifen. Das arme Ding. Aua. Schon wohl, da muss ich ja auf Hagelkörner auf, geht mir langsam echt auf den Nerven, Leute. Den ganzen Tag, ey, kann ich die Pokémon nicht schwächen. Die ganze Zeit Hagelkörner hier kommen. Au.
Okay. Das ist immer so ein Spezialwurf irgendwie warten, habe ich so ein Gefühl. Okay. Ja, Jäger, warum kannst du nicht Eis sein? Warum kannst du nicht Psychokampf und Eis sein? Muss ich mir um Hagelicht die ganze Zeit hier Sorgen machen? Oh. Ja, viel Glück, ich plane nicht auszuwechseln. Ich finde halt so cool, wie die so unsichtbar werden. Hat irgendwie was. So, jetzt bleibt drin, bitte. Oh. Oh, noch mehr Tarnsteine. Hä? Ach nee, bei Dings war das Stachler, ne? Kann man mehrmals platzieren. Den, den, den. Dulip. 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 Jawohl. Gut. Da kann ich mal irgendeiner entwickeln. Wäre sehr nett von euch. So. Es verweilt auf weitläufigen Wiesen und beobachtet den Lauf der Sonne. Dynamische Trittangriffe sind sein Spezialgebiet. Ja, deswegen läuft das in so einem Eisgebiet herum, ne? Bei der Sonne hier. Oh, was? Was? Lass uns Pokémon suchen. Es gibt einige Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Halte dich weiter ran. Wie, du gibst mir keine Empfehlungen. Was soll ich denn jetzt machen? Ah. So, den habe ich die ganze Zeit ignoriert, aber irgendwann müssen wir ja mal ran. Komm mal her. Meistergriff, so ist das Ding, genau. Wenn wir den fangen, dann brauchen wir auch keinen Tausch für, das ist nochmal Strepoli, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Und hier sind natürlich wieder am Hageln. Das bedeutet, ich kann das Ding wieder nicht schwächen. Ja. Oha. Ha, nur die Initiative sinkt, das ist ein bisschen kacke. Und werfen, weil ich kann nicht ja wieder nicht schwächen, weil sonst kommen die Hagelkörner und machen nicht fertig wie in den letzten 10.000 Pokémon vorher. So, Pokéball fliegt, fliegt. Au. Wenn wir den gefangen haben, dann machen wir keinen Tauschentwicklung für Stripoli. Na, jawohl, hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Cool. So, kann sich einer von euch bitte entwickeln? Evoli zum Beispiel. Oh, tatsächlich. So, wir haben 22 Uhr, also nach Tara bitte. Okay. Felinara, warum das denn? Mit einem bandförmigen Gefühl sendet es Wellen aus, die feindliche Gefühle verklingen lassen. So legt es Streitereien bei. Okay. Ich müsste mir mal angucken, wie sich das Ding entwickelt. Zuneigung nehme ich mal an, aber Zuneigung und Tag oder Nacht tut doch Psyana und Nachtara machen, ne? Also wie habe ich das jetzt bekommen? Keine Ahnung. Beton, der vom Meisterriff angehört wurde, ist härter und robuster als jeder andere Beton. Selbst wenn die Inhaltsstoffe identisch sind. Okay. Mit dem magischen Touch. Und hier haben wir diesen Kampfdrachen. Guck mal her. Grandiras. Der hat überhaupt das gleiche Viech gegen das wir gekämpft haben. Das sieht irgendwie größer aus. So, dann aber natürlich seid ihr am Hagel, ne? Also, okay, echt langsam bin ich echt auf die Liste. Den ganzen Tag, während ich hier rumlaufe, ist das schon am Hageln. Und jedes Mal muss ich auf die Hagelkörner aufpassen. Also warte, ich tue aber trotzdem einmal Trugschlag einsetzen, um zu beschleunigen. Es also, dauert hier immer Ewigkeiten, so viel. Hat er vollgebracht? Ja, okay, dann werfe ich direkt. Jetzt glaube ich noch nicht, dass ich bei irgendeinem Pokémon irgendwie Schneidelänge erreicht habe. Also irgendwie
Jetzt hat noch nie irgendwie so ein Kampf irgendwie so 6 Minuten gedauert, umgeschnitten. Also, so. Das macht mir ja nicht so schwierig. Komm schon. Na. Na. Danke. Gerandiras wurde gefangen. Sein Kopfstoß, nein. Trifft es ein Gegner, rasselt es drohend mit seinen Schwanzschuppen. Rasselt es drohend mit seinen Schwanzschuppen. Nur wenn dieser davon unbeeindruckt bleibt, kämpft es mit ihm. Okay, was wenn dieser verwehrt ist? So, mein Team kommen, okay. Soldat. Fragt das Ding mir hinterher. Was? So, da ist auch endlich mal ein Pokémon, das jetzt nicht durch Hagel die ganze Zeit zerstört wird. Das heißt, wir können halt sogar schwächen. Ist das nicht schön? Oh nee. Oh Gott. Oh, versaust mir gerade echt alles, ne? So. Habe ich nicht, ich habe kein Top genesung. Ja, warte, bringt's doch irgendwie gar nicht mal. Setz das Ding noch mal Blizzard ein und ich bin weg. Ah, sehr gut. Nein. So. Du wirst doch nicht mit der Psycho-Klinge weg sein, oder? Jum, 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 jum. Oh nee, jetzt bin ich mal weg. Ah, Gott, das sieht voll heftig aus. Ach, ey, schon wieder nicht vernünftig. Schwächen, ey, gibt's nicht. Wie Brava, schick mich nicht in diesen Kampf rein. Das ist echt eine beschissene Wahl für mich. So. Bitte geh rein. No, nee. Zuflucht, warte mal, ist das nicht irgendwie ein Heilmove? Ja, warte noch mal. Das ist jetzt der Angriff, ne, zu Schuss, ne? Und Angriff von ein anderes Team-Pokémon irgendwie eingesetzt wird. Jawohl. Glaciola wurde gefangen. Wahrscheinlich mein Lieblings-Eis-Pokémon. Zusammen mit Frostege. Konzentration. So. Glaciola erzeugt einen Diamantstaubgestöber, um Beute mit seiner Schönheit zu verzaubern, dass es sie unbemerkt einfrieren kann. Okay. Ah, guck mal, was mir hier über den Weg geschwommen ist. Lapras. Jetzt schwebt das über dem Wasser, genau wie ich. Ho. So, Donnerwelle. Jeder Kampf beginnt mit einer Donnerwelle. So, und jetzt aus mich wahrscheinlich wieder kaputt mit Einschlag, ne? Stärker im Pokémon, da wird ein bisschen schwierig hier mit. Nein, Mann. Haut doch nicht mal diese Mega-Angriff raus. Aua. Denke ich mal, ich kann euch hier vernünftig schwächen. Dann kommen die wieder mit so Überangriffen an, die ich nicht aushalten kann. Ja, war's. Oder auch nicht. Gut. Erstens kann ich dich in den gelben Bereich reinbringen. Oder roten, wenn ich Glück habe. Sehr gut. Ja, okay. Jedes Mal gleiche. Jäger, du bist nur Angriff und sonst nichts. Aber egal. Deswegen nehmen wir dich doch. So. Ich glaube, wie Brava sich mal entwickelt. Also. Ist vielleicht Level 45 erreicht. Ja, los, komm, geh mal jemand anders rein. Oh, ehrlich. Autsch. Gott. Oh. Aber er lebt noch. Er lebt noch. Hier, er lebt noch. Ist er noch am Leben? Ja, er lebt noch.
weiß man nicht wieso, aber ich weiß noch nicht wieso einige Leute denken, der ist tot, aber keine Ahnung. So, danke. Wow. Jetzt kann ich schon wieder zurück. Ich muss die ganze Zeit zum Treffpunkt zurück, um meinen Galagladi wieder hoch zu heilen. Jedes Mal. Dann kann ich wieder den ganzen Weg hin zurücklaufen. Ein intelligentes und herzensgutes Pokémon. Wenn es auf dem Meer schwimmt, lässt es seinen herrlichen Gesang erklingen, mit dem es dann seine Gegner zerbrutzelt. Gott. Was ist das denn? Was ist das? Was? Ist vorbei. Ditto. Aber ja, ich muss dich haben. Wow. Ich denke mir schon mal, ist das da? Dieses kleine Ding. Und dann ist es niemand anderes als der MVP, wenn es ums Züchten geht. Sehr geil. Schön. Okay, ja, das Ding muss ich fangen. Aber jetzt ist offiziell vorbei. Jetzt können wir. Wir stehen uns so viele Möglichkeiten offen, ne? Das glaubt er gar nicht. Sehr schön. Wobei fliegt, ich muss dich haben, nur so nebenbei. Das ist ganz wichtig. Selbst Trugschlag gegen mich ein, ehrlich. Das geht jetzt mal so nicht, ne? Und der Titel ist ja mit 58, ey. Jawohl. Komm, bleib drin. Nein, Mann. Oh, komm schon. Oh. Dann würde es auf jeden Fall ein bisschen einfacher machen, irgendwie die meisten Pokémon jetzt hier zu kriegen. So wie Raupi. Ich habe noch kein Raupi. Ich habe Safcon. Ich habe Smetbo. Ich habe kein Raupi. Ist irgendwie sehr komisch. Okay. Los, komm mal rein. Übernimmt er jetzt auch irgendwie die Fangrad von Galagladi oder? Immer eine gute Frage. Hoffentlich nicht. Ja, zu scharf für dich. Ich habe nicht so gute Angriffe, also. Mich zu kopieren hat es nicht so gebracht. Aber komm schon. Ich will eigentlich auch was anderes losgehen da im Gras, aber habe ich nur gesehen, da ist irgendwie was Kleines. Ich dachte, das wäre so ein Schnäppke. Weil so winzig war und wenn man sich dann Ditto. Muss ich haben. Boah. Komm schon. Boah, jetzt kommen wir nicht mit sowas. Bringt leider nicht so viel. Mein Spezialangriff nicht so hoch ist. So. Bild zum Bub. So. Komm her. Geh da rein. Oh. Sehr gut. Ah, komm schon. Es ist sehr wichtig, dass du drin bleibst. Verdammt. Komm, bleib drin. Na, jawohl. Oh, der Züchter. Er ist angekommen. Ausgezeichnet. Ditto. Es modifiziert seine Zellstruktur, um sich in alles zu verwandeln, was es sieht. Im entspannten Zustand nimmt es wieder seine Ausgangsform an. So, ist vorbei. Jetzt haben wir die Macht zu züchten. Und ich werde sowas von ausnutzen. Alles klar. Ihr seid mir jetzt erstmal egal. War das letzte Pokémon für heute, würde ich sagen.